Und Villetta. Zurbrücken 20. Sandro Villetta 21. Und jetzt Didier Gysch. Will hier seine Super-G-Schieß testen. Das hat er uns gestern gesagt, aber ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich denke, will auch den einen oder anderen Weltcup-Punkt noch sammeln. Oben gut gestartet. Der Einzige, der einigermaßen mit Romit Baumann mithalten kann. Natürlich hatte kaum mehr Slalom-Trainings absolviert. Wenn heute der einige oder andere Weltcup-Punkt dazukommen sollte, wäre das absolut okay. Ja, 23 Hundertstel Sekunden, hat Zeit gut gemacht. Das Selbstvertrauen groß, die Form stimmt. Er könnte der Mann für den Endspurt werden. Kommt nicht an Baumann vorbei, aber Platz 2 bei deutlich schlechterer Sicht für Didier Gysch unterstreicht, wie toll seine Form ist. Und auch der Gysch-Spezial klappt heute einwandfrei. Für Carlo Janka. Nur noch 2 Fahrer stehen oben. Und dass Didier Gysch hier den Sprung ganz nach vorne schaffen wird, das ist kaum anzunehmen. Hat letztmals im November die Slalom-Skis angeschnallt. Aber er könnte natürlich auch wichtige Punkte sammeln bezüglich Gesamtweltcup. Also wie viel verliert Abfahrtsspezialist Didier Gysch hier auf dieser Slalompiste? Eine Sekunde bis zur ersten Zwischenzeit, etwas mehr. Jeder Punkt, der heute dazukommt, ist für Didier Gysch ein gewonnener Punkt, keine Frage. Aufwand scheint sich auszuzahlen. Jawohl, Gysch kommt durch. Platz 13 für Didier Gysch. Damit ist auch klar, Carlo Janka steht heute auf dem Podest und Carlo Janka wird auch die kleine Kristallkugel im Disziplinenweltcup gewinnen.